da sind wir mal wieder mit einem Tubeless-Video aus unserem Hause. Wir haben ja schon viele Sachen gemacht und heute stelle ich euch Thorsten vor, der für Makov unterwegs ist, der Spezialist, dem man ganz viele Fragen stellen kann, wenn es um Makov geht. Wir haben ja schon viele Videos über Pflegeprodukte gemacht. Heute geht es aber um Reifenlichtmittel. Genau, denn wir haben im letzten Jahr auch ein Tubeless-Lichtmittel auf den Markt gebracht. Viele haben natürlich gesagt, wow, warum kommt ihr so spät mit einem Tubeless-Mittel auf den Markt? Es gibt ja schon diverse Produkte. Und ja, eigentlich war es so, dass wir bei der Entwicklung unserer Tubeless-Lichtmittel wirklich viele Schwächen, die es so bei diversen anderen Mitteln gibt, halt ausgegrenzt haben sozusagen. Also von vornherein direkt das Produkt entwickelt haben und diverse Schwachstellen eliminiert haben. Fängt an, ganz wichtig, die Milch ist frei von Ammoniak. Das heißt, da haben einige Reifenhersteller auch explizit vor gewarnt, ammoniakhaltige Dichtmilch zu verwenden, weil das Ammoniak auf Dauer die Karkasse des Reifens schwächen kann. Dann kommt es so zu diesem, sieht so aus wie so Schweißperlen, als ob der Reifen anfängt zu schwitzen. Das heißt, die Karkasse wird angegriffen vom Ammoniak. Also die Seitenwand hier innen drin wird ein bisschen mehr angegriffen, okay? Also kein Ammoniak? Genau, das kann eben mit unserer Dichtmilch nicht passieren. Dann auch ganz wichtig, die ist mit CO2-Kartuschen, ist der Reifen hinterher befüllbar. Das heißt, auch da kommt es nicht dazu, zu diesem Aufschäumen, dass das Produkt auf einmal sich massiv aufschäumt und eben nicht mit CO2-Kartuschen der Reifen befüllt werden kann. Das ist bei uns kein Problem. Mhm. Kann bis zu 6 Monaten verbleibt es flüssig im Reifen, bevor dann nachgefüllt werden muss. Okay. Und das auch, das ist ganz wichtig, ohne zu verklumpen. Es bilden sich nicht diese trockenen Schneckchen oder Würmer im Reifen. Sondern, also das verklumpt halt nicht und verklebt nicht von innen. Einfach nur, wodurch ja dann auch kein Pannenschutz mehr gewährleistet wäre. Aber die wichtigste Information ist, ich fülle das ein, roundabout ein halbes Jahr mache ich nichts. Merke ich wahrscheinlich auch gar nicht, wenn ich eine Panne habe. Dichtet es ja auch ab, das werden wir hier auch gleich nochmal testen. Eine häufig gestellte Frage ist, wie viel Dichtmilch fülle ich denn eigentlich zu meinem System ein? Jetzt habe ich 27 Zoll für Gravelbikes, wie es hier hinter mir ist, mit 47 mm breiten Reifen. Dann habe ich einen 50 mm Reifen, dann habe ich einen 29er Mountainbike, dann habe ich ein 28 Zoll Rennrad. Wie sagen wir jetzt, was ist die empfohlene Menge? Definitiv. Also wir haben hier so zur Orientierung einige Angaben auf der Verpackung abgedruckt. Das heißt, für den Straßeneinsatz empfehlen wir 30 bis 45 Milliliter dieser Milch. So das, was dann klassischerweise von 25 bis 28 mm Reifen sind. Genau, richtig. Das ist so der normale Road-Bereich, sagen wir mal. Das geht dann hoch, aber auch hier für, zum Beispiel machen wir da nochmal eine Unterscheidung, 29 Zoll, du sprachst gerade von 29 Zoll Mountainbike, sagen wir 105 bis 140 Milliliter. Downhill ohne Größenangabe, weil da natürlich dementsprechend mehr vom Reifen abverlangt wird. Da empfehlen wir hier beispielsweise 120 bis 140 Milliliter. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich montiere den Reifen, du füllst rein und ich steche dann und teste. So machen wir es. Ja, denn, dann bin ich jetzt gespannt, wie schnell du den Reifen montiert kriegst. Manchmal artet das ja in sehr langwierige Arbeit aus. Ich kann mich nur blamieren. Also ganz klar, für die Neulinge, Reifen wird jetzt ohne Schlauch montiert. Es ist ein Ventil in der Felge. Ich mache eine Seite drauf. Das kriege ich fast schon mit dem Daumen hin. Brauche ich keinen Reifenheber. Und dann die zweite Seite. Dann nehme ich doch noch einen Reifenheber. Und dann pumpe ich ihn jetzt aber auch schon auf, dass er in die Flanke reinplumpt. Okay. Dann machen wir das. Der Reifen sollte jetzt auch ein bisschen knallen, damit er in die Felge reinploppt. Das hat man vielleicht ganz gut gehört. Ich gucke mir jetzt einmal den Reifen an, ob er ja auch überall gleichmäßig in der Felge sitzt. Hier ist so ein eine kleine Kante. Vielleicht sieht man die. Die ist jetzt gleichmäßig. Gucke ich mir mal die andere Seite an. Ventil kommt jetzt raus. Genau. Also ich habe das Ventil rausgedreht. Und dann bist du im Business. Ja, wunderbar. Okay, Ventil ist raus. Bevor du jetzt das befüllst, mache ich jetzt mal einen Vorderradtausch bei mir. Einfach nur, damit wir haben jetzt hier keine Werkstatt. Wir nehmen jetzt einfach das Vorderrad raus, dann haben wir es ein bisschen mehr Luft hängen. Okay, ich werde dann jetzt die Befüllung des Reifens übernehmen. Wir haben uns jetzt geeinigt, wir haben wegen der Befüllmenge, dass wir hier, weil das so ein Zwischending ist, kein ganz dünner Rennradreifen, nur für den Straßeneinsatz,
aber natürlich auch kein voluminöser Mountainbike-Reifen. Werden wir jetzt hier mit 60 Milliliter befüllen. Das kann ich auch hier ganz schön dosieren über die Skala. Man sieht es hier, in verschiedenen Schritten kann ich das dann dosieren. Und ja, ich werde jetzt einfach hier den Deckel, dieses Täschchen abdrehen. Übrigens hier unten, seht ihr auch, wir haben hier eine kleine Matte drunter gelegt. Das heißt, wenn jetzt etwas daneben geht, ist es nicht auf dem Werkstattboden. Aber grundsätzlich ist auch dazu gesagt, dass unsere Milch sich sehr leicht wieder abwaschen lässt. Sowohl von der Felge, wenn mir was auf den Rahmen spritzt oder halt auf den Boden läuft, kann ich das Ganze einfach mit ein bisschen Reiniger, warmem Wasser, kann ich das leicht wieder entfernen. Okay, ich gehe jetzt wie folgt vor, habe den Deckel abgedreht, stülpe das dann hier auf die, oh, da kommt schon was, stülpe das dann hier auf den Ventildeckel, auf das Ventil, Entschuldigung, habe dann hier meine Skala, die siehst du dann jetzt nicht, aber ich drehe es dann um und fülle dann ein. Wie man sieht, kommt da unten auf jeden Fall nichts daneben. Ich habe natürlich schon vorher ein bisschen gekleckert. So, jetzt habe ich ungefähr meine 60 Milliliter drin. Jetzt drehst du wieder hoch. Genau. Und dann kann ich das schon wieder abziehen. Wie man sieht, jetzt eine saubere Sache. Ich habe vorher ein bisschen drauf gedrückt, dann habe ich geschlappert. Aber im Prinzip habe ich hier nichts, was daneben läuft. Das heißt, ich muss es wirklich nicht umfüllen oder in eine Spritze füllen, um das dann in den Reifen zu füllen. Ist halt sehr praktisch gewesen. Übrigens auch, diese Tasche kann ich immer wieder nachfüllen. Der Deckel kann den wieder verschließen und kann das natürlich dann auch unterwegs mitnehmen. Das machst du aus der Literfolie, gell? Genau, da würde ich dann einfach aus der Literpulle Deckel ab, draufstecken und kann es dann wieder auffüllen. Also die nicht wegschmeißen? Genau, ist nicht als Wegwerfartikel gedacht, richtig. Das ist nämlich auch ein Beitrag sozusagen, also die Milch an sich ist auch biologisch abbaubar, wie viele unserer Produkte. Und die Tasche ist eben nicht ja, zum Einmalgebrauch oder kein Wegwerfprodukt, sondern kann wiederverwendet werden. Das ist cool. Wir haben jetzt eingefüllt, jetzt drehe ich praktisch das Ventil wieder rein. Also der Prozess umgekehrterweise, Ventil reinsetzen und wieder eindrehen. Und dann pumpe ich es einmal auf und dann drehen wir das und stechen da rein wie wild. Mit einer Hand. Mit einer Hand hier. Ja gut. Ich fülle jetzt auch mal einen reellen Druck ein, den man da so fahren würde, so 2,5 bis 3 bar. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Und jetzt beißt du da rein. So, meine Damen und Herren, leider der umweltmäßig nicht so ein richtiger Aspekt, aber wie wollen wir es denn testen? Im Prinzip machen wir es jetzt ungefaked. Wir haben ja einen Originalreifen und ich habe jetzt keinen abgefahrenen da, sonst. Naja, so ist es jetzt leider. Aber wir fangen mal an mit diesen kleinen Freunden. Reißzwecke. Eine coole Art für Winterreifen zum selber machen. Also Spikes zum selber machen? Ich drücke auch mal hier an der Seite. Das ist ja vielleicht, das erwarte ich ja auch so, weil jetzt steckt der Fremdkörper ja drin, die Glasscherbe, das Rollsplit, was auch immer. Du hast das selber noch nicht gemacht? Also, habe jetzt hier mal Reißzwecken genommen, also wirklich das harmlose Loch. Gebt ihr eigentlich an, bis zu welcher... Ja, wir sagen Durchstiche tatsächlich bis zu 6 mm dichtet unsere Milch effizient oder erfolgreich ab auf jeden Fall. Okay, jetzt wird's spannend. Dieter hat Angst um seine Linse bei seiner Kamera. Der Effekt wäre ja, der Fremdkörper, den ihr euch reingefahren habt, den verliert er jetzt demnächst mal wieder. Ein paar Reifenumdrehungen und ihr fahrt ja dann weiter. Und Ziel ist es ja, dass dieses Loch, was entstanden ist, gleich wieder abgedichtet wird. Und das simuliere ich jetzt ja, indem ich auch diese Reißzwecke rausziehe und es dann auch wieder weiter bewege, weil so wäre ja auch der normale Ablauf. Ihr würdet ja auch weiterfahren. Fangen wir mal an mit einer Reißzwecke. Ich höre es noch ein bisschen zwischen und jetzt höre ich es nicht mehr zwischen. Und mal gucken, jetzt ist deine Linse nicht mehr gefährdet. Da ist der Punkt. Und der Reifen ist dicht. Ein Loch. Jetzt mal leise, dann hört ihr das Zischen. Wo habe ich die andere hingepackt? Das Bewegen. Also das zweite Loch ist dicht, aber ich weiß nicht, wo ich die Reißzwecke hingepackt habe. Warum die nicht in eine Gesichtstasche? Unkonzentrierte Mitarbeiter. Okay, gut, also hier kann man es wieder super sehen. Also es hat jetzt keine, glaube ich, 2, 3 Reifenumdrehungen gedauert.
dass es abgedichtet ist. Klar, das muss ja auch die Milch so können, das erwarten wir nicht anders. Das sind ja auch noch harmlose Löcher. Eure Milch wird schon noch gefordert. Ja, ich bin gespannt. Okay, jetzt ziehe ich hier auch mal an der Seite und die anderen drei Löcher, jetzt mache ich gleich mal alle drei raus. Ah, interessant war es jetzt, ist es ganz gut aufgefallen, es blubberte kurz, hörte direkt auch auf. Das heißt, da sagen wir schon, das Loch war im Prinzip verschlossen. Denn hätte es jetzt weiter geblubbert, dann wäre natürlich das Loch sozusagen noch da. Aber man sah schon alleine ohne die Drehung, dass es sofort abdichtete. Also hier sieht man jetzt im Prinzip die ganzen Löcher. Ne? Und es ist im Prinzip immer noch nichts Schlimmes passiert. Es ist ja auch so, vielleicht noch als Hinweis, wenn man auf Tour ist und einen Durchstich hat und man hört es zischen, bleibt vielleicht irgendwie stehen, es zischt und man rollt dann weiter und es dichtet sich ab. Es geht ja auch darum, dass man halt eben nicht den ganzen Aufriss machen muss, sprich Reifen runter, neuen Schlauch rein oder so, sondern wenn man ein bisschen Luftverlust hatte, weil man vielleicht stehen geblieben ist oder so, reicht es halt dann unterwegs ein wenig nachzupumpen, um wieder auf den Druck, den Ursprungsdruck zu kommen. Gut, also den Test bestanden, alle Reißzwecken dicht. Hier kann man es auch ganz gut sehen an der Seite, dass hier auch, dass die Löcher an der Seite auch abgedichtet sind. Dann greife ich jetzt zu härteren Mitteln, bedauerlicherweise, und haue jetzt einfach mal richtig in die Lauflöcher ein. Dieter hat schon wieder Angst um seine Kamera, aber ich habe eigentlich auch Angst um meine Augen. Eigentlich müsste ich ja auch mal ein bisschen weggehen, aber naja, gut. Das war schon mal ein ganz schöner heftiges Loch. Ich höre es jetzt immer noch zwischen. Und bin gespannt. Jetzt höre ich weniger. Man sieht hier, blubbert es auch richtig raus. Und man sieht noch, dass es ein bisschen blubbert. Und jetzt ist es dicht. Nachdem der Kameramann jetzt mutiger geworden ist, einen mache ich noch. Ich traue mich jetzt auch ein bisschen. Ich stecke den jetzt auch richtig rein hier. Also ihr seht, der steckt halt wirklich drin. Boah, ist das brutal. Ja, ich gehe jetzt bis zur Felge. Ich glaube, das ist ganz beeindruckend. Das ist also jetzt auch schon nicht ein kleines Loch. Ja, ich denke. Dürfte sicherlich die 5 mm wahrscheinlich. Jetzt ist der Reifen noch dicht. Okay, das heißt rausziehen, weiterfahren wäre jetzt der Prozess und man hört es wieder zischen. Das gibt's ja nicht. Da seht ihr es. Eine Umdrehung später, das ist jetzt wirklich, das finde ich richtig gut. Und deswegen ein Live-Test kann ja auch gar nicht anders, also das ist ja super. Eine Umdrehung später und jetzt läuft die Milch, die rausgekommen ist, hier noch runter und das heißt, du bist jetzt auch zufrieden. Ich bin zufrieden, ja, genau. Als Produktmanager, ich bin glücklich, dass uns nichts alles um die Ohren geflogen ist. Sehr schön, du sprachst gerade an, was hier runterläuft. Das ist im Prinzip im Fahrbetrieb ja völlig egal, weil es sich dann sofort natürlich abreibt von der Straße oder wenn ich mit dem Mountainbike im Gelände bin, ist das sofort weg. Das heißt, das muss man nicht entfernen oder sonst was, das ist völlig egal. Wichtig ist halt, dass der Tropfen, sobald er trocken wird, dichtet der halt das Loch effektiv ab. Und danke nochmal für deine Zeit, dass du hier warst, das gemacht hast. Aber das ist auch für die meisten Leute der spannendste Effekt mit Tubeless. Nicht so der unheimliche Ersparnis mit dem Rollwiderstand, sondern hey, ich fahre jetzt schon 2 Jahre ohne Panne. Ihr müsst dran denken, unendlich bleibt diese Konsistenz von dieser Dichtflüssigkeit da nicht drin. Nach einem halben Jahr was nachkippen. Aber wenn man das nicht will, man kann auch den Reifen runternehmen, alles mal gründlich sauber machen und wieder eine Neubefüllung machen. Dass ja diese Pouch wieder befüllbar macht. Ja. Das ist super, wenn man dran denkt, bei jedem McDonalds-Besuch so ein Kinderquatsch, schmeißt in den Mülltonne. Ja, genau. Bei euch ist es wenigstens nicht so, finde ich gut. Dass ich einen neuen Reifen zerstochen habe, finde ich nicht gut. Aber zumindest hoffe ich, dass es für die YouTuber, die das sehen, ein guter Effekt war. Out of the box, nichts gefaked. Und ja, vielen Dank nochmal. Sehr, sehr gerne. Achso, ich mach gar nichts. Erstmal bist du schon. Also, du redest jetzt. Wir nehmen den Text vom ersten Take, aber das Bild jetzt. Alles klar. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe zwar Felix oben gehabt, da ist das ganze Scheiß auf Zeug auf die Kamera gekommen. Gut, die Kamera ist billig, komm her. Ja. Tut mir ja in der Seele leid, diesen schönen Reifen zu zerstechen. Aber wenn man einen reellen Test machen will. Im Namen der Wissenschaft. Im Namen der Wissenschaft. Ach, weil du gerade so aussiehst, ich hätte gerne Espresso.